Das Laminat hat sich genau beim Türeingang gehoben. Wenn Inge Schulte das Zimmer betritt, knarzt es. Ein weiteres Problem ist, dass sich die Zimmertür nicht mehr schließen lässt. Der Grund? Irgendwo im Zimmer stößt der Laminatboden an der Wand an. Handwerkerin Nadine Neumann versucht herauszufinden, an welcher Stelle. Sie sehen hier, ist eine große Beule. Was kann man denn da machen? Da gibt es die Möglichkeit, wenn wir die Fußleisten abmachen und wissen, wo das Laminat an die Wand anstößt, können wir mit dem Stechbeitel Stücke rausnehmen. Zuvor müssen Inge und Nadine die Tür aushängen und das Zimmer komplett leer räumen. Denn Nadine muss an jeder Seite des 20 Quadratmeter großen Raumes überprüfen, wo der Boden an der unteren Kante der Wand anstößt. Erstens nehmen wir jetzt hier die Fußleisten ab und gucken mal, ob das Laminat da hinten anstößt. Nehme ich jetzt hier einen Spachtel, da kann man auch ganz normalen Schraubenzieher zu nehmen, aber schön vorsichtig, dass man nicht die Wand beschädigt. Hier sehen wir jetzt genau, da ist genug Abstand. Also hier liegt das Laminat nicht an. Gehen wir mal auf der anderen Seite schauen, weil ich denke, dass es dann da anliegt. Können Sie auch schon mal die Fußleiste abmachen, da in der Ecke? Ich mache hier vorne weiter. Und worauf muss ich da jetzt achten? Einfach ganz vorsichtig, dass Sie die Wand nicht beschädigen mit dem Spachtel. Gut. Nadine und Inge stecken vorsichtig Schraubenzieher und Spachtel hinter die Fußleiste. Mit einem Ruck geht sie ganz locker von der Wand ab. Gut, hier sehen wir, hier ist das Problem. Der liegt so dicht an der Wand an, dass keine Dehnungsfuge mehr da ist. Verstehe. Und wenn der an der Wand anstößt, dann wälzt er sich. Und was kann man da machen? Dann nehmen wir jetzt einen Stechbeitel und stechen da was ab, damit wieder eine Fuge da ist, damit er sich ausdehnen kann. Und dann senkt er sich wieder. Man muss ungefähr 1,5 cm von der Wand eine Dehnungsfuge haben. Ja. Ich steche das jetzt einfach aus. Mhm. Man muss nur darauf achten, dass man den Stechbeitel richtig rumhält, damit man zur Wand hingeht und auch nicht zu nah an die Wand kommt, um die Wand nicht zu beschädigen. Und dann kann man einfach 1,5 cm circa rausstechen. Wir müssen auch nicht gerade wie am Lineal gezogen stechen, weil da wieder die Fußleiste drüber kommt. Gut. Und man kann an dem Boden nichts kaputt machen? Nee, da geht nicht kaputt. Ein Stechbeitel kostet im Fachhandel etwa 15 Euro. Das Werkzeug lässt sich leicht in den Laminatboden drücken. Nadine schlägt nun etwa 1,5 cm Fuge heraus. Ich Ihnen mal den Schraubenzieher geben. Wir können das nachher alles rausholen. Wir müssen das sogar alles rausholen. Werden die ausgeschlagenen Laminatreste nicht aus der Fuge geholt, kann sich der Boden wieder nicht ausdehnen. Nach einer Stunde hat Nadine auf einer Länge von 4 Metern eine ausreichende Dehnungsfuge geschlagen. So, jetzt schauen wir vorne mal, ob die Beule sich gesenkt hat. Na, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Das gibt's ja gar nicht. Die Beule ist weg. Und die Tür geht auch wieder zu. Nun bringen Nadine und Inge die Fußleisten wieder an. Vom herausgeschlagenen Laminat ist nichts mehr zu sehen. Was wäre denn gewesen, wenn wir das nicht repariert hätten? Irgendwann wäre das aufgebrochen, weil das steckt ja zusammen mit Nut und Feder. Dann bricht das auseinander und dann ist alles kaputt. Das Glätten des Laminatbodens hat nicht einmal 2 Stunden gedauert. Einziger Kostenpunkt, ein Stechbeitel für 15 Euro.